Ey Leute, was geht ab? Mein Name ist Max. Und du hast bestimmt was zu sagen. Unterschlupf Randolph hat sich seit dem Switchboard nicht gemeldet. Aber jetzt wurde einer ihrer toten Briefkästen verwendet. Des will, dass du dir das anschaust. Was ist das für eine Sache mit Randolph? Alle, die Randolphs Position kannten, sind beim letzten Runner-Angriff gestorben. Dieser tote Briefkasten ist also unsere erste Chance, den Kontakt wiederherzustellen. Es hat so lange gedauert, den Kontakt herzustellen? Klingt verdächtig. Ja, da ist was faul. Aber wenn unsere Jungs Hilfe brauchen, dann müssen wir tun, was wir tun müssen, oder? Melde dich bei Des, sobald du dich um den toten Briefkasten gekümmert hast. Okay, willkommen zu meinem Let's Play Fallout 4. Er hat mich gerade ein wenig unterbrochen am Anfang, aber egal. Ich war in der letzten Folge für Tüfteltom unterwegs und für den Roboter Pam. Und den wollte ich jetzt mal Bericht erstatten. Vertrau mir. Hallo. Der letzte Mila sendet brauchbare Daten aus dem Commonwealth. Es könnten noch mehr Milas aufgebaut werden, wenn du Interesse hast. Oder wir machen Geschäfte. Gibt es was Neues von Mila? Pam ist wie ein Leuchtender in einem Krater und saugt alle Daten von Milas Kameras auf. Die Atmosphärensensoren haben nichts empfangen. Noch nichts. Das braucht Zeit. Ich glaube, da hat immer noch nicht das, was ich von ihm haben will. Wenn man die Mission von Pam macht, dann kann man irgendwie so ballistisches Gewebe kaufen, glaube ich. Aber das hat er immer noch nicht. Jetzt hat er nur 3 Milas übrig, vorhin waren es 2, aber egal. So, ich spreche nochmal mit dem Roboter. Wäre es so schlimm, die Missionsdaten mal vor dem toten Briefkasten zu erhalten? Nur einmal. Ja, ich will ja mich bestmöglich darauf vorbereiten. Setze Mensch-Maschine-Interface auf 100%. Guten-Tag-Agent. Laut meinen Daten wurde Unterschlupf Mercer eingerichtet. Belohnung erteilt. Weitere Hilfe wird benötigt. Ich habe den Standort eines Geheimverstecks für verdeckte Operationen. Dort befindet sich Ausrüstung, die unsere Organisation benötigt. Die Railroad-Anführerin hat sie gebeten, das Geheimversteck vor Feinden in der Umgebung zu sichern. Was ist in diesem Geheimversteck? Der Inhalt ist geheim. Wenn das Geheimversteck jedoch gesichert wird, erhöht dies die Effektivität unserer Organisation um 2%. Achtung, Fehlerspielraum 3%. Das Geheimversteck ist verborgen, gemäß taktischer Gegenüberwachungsprotokolle. Mit diesem RFID-Gerät finden und entriegeln Sie das Versteck, sobald Sie in der Nähe sind. Das hört sich vielversprechend an. Wie funktioniert das Gerät? Das Gerät identifiziert Sie als Colonel Johnson der Defense Intelligence Agency. Colonel Johnson hat Zugriffsberechtigung auf sämtliche Militärausrüstung der DIA in der Region Commonwealth. Sie müssen das Versteck nur sichern. Die Ausrüstung werden von Booten abtransportiert. Beende Mensch-Maschine-Interface. Das ist aber ganz schön groß für einen RFID-Chip. Okay, dann will ich das jetzt mal angehen. Okay, Raider-Gebiet, oder? Oder was soll das hier darstellen? Durchschlagen! Wir werden beschossen. Gunner. Unbekannt. Ah!
dienen. Hey! Sind noch im akzeptablen Bereich. So, muss ich hier rein? Ich glaube nicht, ne? Was zum? Wer war das? Jetzt gehe ich nur von hinten da dran, aber egal. Ja. Ich dachte, das Spiel wäre jetzt hängen geblieben. Ich glaube, ich brauche den nächsten Schalldämpfer. Ich habe möglicherweise ungewöhnliches Verhalten entdeckt. Ich brauche ja noch nicht da oben zu gehen. Ich kann hier rein. Immer weiter Liegestütze. Ein Objekt entdeckt. Möglicherweise getarnte Einheit im Einsatzbereich. Naja. Ja. Kampfhandlungen werden eingestellt. Das wär's. Dann will ich ein bisschen Unterstützung hier freischalten. Aktivierung Protektron zu Diensten. Ich hoffe, du bist auf unserer Seite. Besser drin, schick. Ja, dürfte ich wohl treffen. Ja, da ist der Tisch im Weg. Okay, dann müssen wir Kopfschüsse verteilen. Aufstehen. Dich würde ich sogar kostenlos töten. Brauchst du wirklich einen Stimpack? Ich glaube nicht. Obwohl ich eigentlich genug hätte. Was ist das denn? Hat er das verdient? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein übler Tod. Du bist echt am Arsch, weißt du das? So, was hast du damit? Synth-Rüstung, 2 Glück.
Ist nicht so ganz geil. Was liegt denn hier für ein Schrott? So, mal gucken, ob das Ding funktioniert. Nope. Aber ich habe es einmal schon mal hingekriegt. So. Die Schlüssel nehme ich noch mit. Den restlichen Kram könnt ihr behalten. Soßenpfanne, geil. Soll ich etwas für dich tragen? Bin ich überladen? Oh, hey, wie aufmerksam. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Machst du mir ein Geschenk? Ja, ganz viele. Bisschen Gold, ein bisschen Kupfer, bisschen Stahl. Ein paar Mods kriegst du auch. Gehe ich hier wieder raus? Theaterviertel. Ja. Ist das denn hier schimmeliges Essen? Nein, danke. Oder daraus kann ich bestimmt was herstellen, glaube ich. Ist da wer? Wer hat denn die kaputt geschossen? Wahrscheinlich war das eine Handgranate und deswegen liegt hier alles so verstreut. Okay, ich mach mal das Radio zuerst aus. Ups. Meine Fresse, ich wollte es nur ausmachen. Wer ist da? Curie, geh aus der Schussbahn. Was hat er für eine Kanone? Das ist für dich. Guck ich mir später an. Erstmal checke ich alles auf der Etage. Mein Jektogewehr habe ich schon. Du brauchst etwas, oder? Hol das Gewehr. Ich werde mich darum kümmern. Mach das mal. Sehr nett von dir. So. Damit kann ich endlich mein Buch schreiben über Fallout 4. Geschafft. Ich bin schon wieder überladen und ich glaube, Curie kommt auch so langsam an ihre Grenzen. Na also. Na, ach, scheiße. Okay, aber egal. Hat sich ja voll gelohnt. Hey! Heb das auf! Ich werde mich vorrangig darum kümmern. Okay,
Okay, jetzt habe ich ein bisschen Ballast abgeworfen und wir können weiter. Jetzt darf ich nur nicht den ganzen Schrott mitnehmen. Na, haben sie dich hier verrecken lassen? Ist das ein Minuteman? Boah, ihr Schweine. Krass, eine Minuteman-Zelle. Hier ist kein Symbol, ne? Unbeschädigt zu überstehen, das nenne ich Glück. Ja. Aufgepasst. Du darfst noch das Mikroskop mitnehmen. Nimm das. Ja. Schnapp's dir. Ja, das müssen wir nicht mitnehmen. Das restliche Zeug brauchen wir jetzt auch nicht. Wenn hier noch ein Comic wäre, wäre das fett. Aufgepasst! Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Hol das! Eine meiner Aufgaben ist es, zu dienen. Na, mach doch. Heb das auf! Ich werde mich vorrangig darum kümmern. Schön. Oh, was ist denn hier passiert? Haben sie hier die Leichen verbrannt? Krass. Da ist der Benzinkanister. Und wer hat dich da aufgestellt? Vor allem, was macht die Kippe da? Die schwebt so im Raum. Das soll so aussehen, als ob die raucht wahrscheinlich, aber egal. Okay, Flammenwerfer, ja. Den kannst du auch noch mitnehmen. Du brauchst etwas, oder? Nimm die Waffe! Sofort! Da hast du auch ein bisschen Munition. Nimm das! Absolut! Yay! Jetzt hast du das Kunstwerk zerstört. Du kannst da bleiben. Hier waren wir auch schon. Muss ich lang. Na, so eine habe ich auch schon. Und ich bin noch nicht überladen. Yay.
Da geht's nicht weiter, ne? Der sieht ja gechillt aus da in der Ecke. Was ist das denn, Alter? Aber das Skelett ist ja ganz schön klein. Soll das ein Baby sein? Zum Riesenkopf? Krasse Scheiße. Da komme ich nicht rein, oder? Doch. Okay, keine Comics hier, schade. Wo muss ich nochmal lang? Irgendwie nach oben, aber wo soll ich da raus? Ach, hier, ja. So, gucken wir noch mal hier rein. Okay. So, ich weiß auch nicht, wieso ich da rausgegangen bin. Ich muss eigentlich einen Aufzug. Okay. Weitergehen. Da ist eine Power-Rüstung. Fuck. Okay, ich muss anders zielen. Nicht schnell genug, als er eingestiegen ist. Ja, komm, der hat keinen Helm auf. Ich ziehe die ganze Zeit auf seine Fresse. Wo ist denn der zweite? Krieg ich den Toten da nicht aus dem Anzug raus, ne? Schauen wir mal. Brauche ich jetzt nicht, bin gleich sowieso überladen und habe schon eine Menge Zeugs mit. Mal gucken, was der Typ da noch bei der Power-Rüstung hatte. Ja.
ist ja einiges, was ich hier mitnehmen kann. Aber ich bin überladen, so ein Scheiß. Ich kann ja nicht rauszwingen, ne? Scheiße. Gibt so viele Räume, scheiße, Mann. Wayne, ich hinterlasse diese Nachricht bei Marcy, falls du hier nach mir suchst. Aber ich bete, dass du es nicht tust. Das Militär hat das Krankenhaus übernommen und in der Stadt herrscht Chaos. Die Lage ist... Sie ist... Es ist schrecklich, Wayne. Jeden Tag sterben Leute. Und meistens können wir nur zusehen und dafür sorgen, dass sie nicht allzu sehr leiden. Eine der Schwestern hat mir erzählt, dass sie ein Radiosignal gehört hat, das nach dir und den Jungs klang. Ich weiß nicht, ob das... du noch irgendwo da draußen bist. Aber wir haben einen Weg hier raus. Und ich werde versuchen, dich zu finden. Okay, was meint ihr mit einem Weg hier raus? Kein Plan. Noch ein Aufzug? Krass. Aber brauche ich jetzt gar nicht zu gucken. Sind wir wieder draußen? Wo soll ich denn da jetzt hin, oder? Was kann ich denn da jetzt machen? Ich soll hier Mila platzieren? Ganz toll. Shit, da habe ich die falsche Mission aufgehabt. Aber egal. Wieso soll ich denn hier wieder rein? Was sagten meine Aufgaben? Wetterfahren, ja, scheiße. Okay, dann mach ich das dann demnächst, ja. So, gibt's hier oben noch was? Nehmen wir alles mit. Meins, meins, meins. Oh, hier ist was hineingekracht oder gehört das zum Bau? Nur nicht im Fall. Na, krasse Aussicht. Okay, Leute, ich werde mal mit Curie dann nochmal reingehen. Ein paar Sachen soll sie dann für mich tragen und wir sehen uns dann wieder demnächst. Mach's gut, Leute. Ciao.